So Leute, jetzt sind wir hier. Ich habe wieder den Nico dabei. Heute zeige ich Ihnen, wie man Trizeps trainiert. Zack. Wir wollen, dass auch der Nico einen schönen, guten Trizeps aufbauen kann. Und ihr natürlich auch. Für euch da draußen, für die fortgeschrittenen Profis, Übung geht an euch. Anfänger würde ich diese Übung nicht empfehlen. Seid vorsichtig, je mehr Gewicht ihr verwendet, desto schwerer wird das auch mit dem Ansetzen. Denn wir müssen runter, wir müssen so anfangen. Zack, nach oben. Und dann drehen wir die Arme, drehen unseren Oberkörper um 180 Grad und dann zack. Das ist der sogenannte Übersprung. Immer oben auseinander gehen. Zusammen runter. Versucht auch immer den Trizeps ein bisschen angespannt zu halten. Wieso? Denn wenn ihr nach unten geht, könnt ihr einfach irgendwie locker lassen und so machen. Ja? Das dehnt zwar den Trizeps auch, aber wir wollen auch, dass ihr ein bisschen kämpft mit dieser negativen. Das heißt, wie beim Bankdrücken. Das ist, als würdet ihr beim Bankdrücken einfach irgendwie das Gewicht nach unten fallen lassen, schnellen lassen und dann eure ganzen Gelenke und eure Knochen die Last tragen lassen. Also versucht immer die Arbeit nur über die Muskeln zu verrichten. Das stimmt aber echt, dann spürt man die Übung auch viel besser. Weil das ist auch der Grund, wieso viele Menschen auch Schmerzen im Ellenbogen dann bekommen. Okay, gute Sache. Schau ich mal, ob ich diesen Übersprung hinbekomme. Ja? So schwer ist der nicht bei dem Gewicht. Wir haben ja natürlich ein ganz leichtes Gewicht genommen, damit Nico auch mithalten kann. Okay, ganz wichtig bei der Übung ist auch noch, in welcher Reihenfolge, wann und wo tut ihr das in das Training implizieren. Ich persönlich empfehle euch am besten einfach, die Übung zu machen, wenn ihr viele pressende Übungen hattet. Vieles, vielleicht enges Bankdrücken oder vielleicht auch Trizeps drücken, Trizeps presse. Das ist hier ganz wichtig, weil wenn ich jetzt das Gewicht runterfallen lässt, wenn irgendwas passiert, dann ist das nicht mehr so witzig. Genau, das ist das Problem. Da kann es ein bisschen brenzlig werden. Ich zeige euch noch ganz kurz eine zusätzliche Variante für die Profis unter euch. Das nennt man unilateral. Das heißt, wir benutzen nur ein Arm und nicht zwei. Das heißt, auch mit dem Gewicht müssen wir dann schauen, dass das irgendwie stimmt. Ich mache jetzt mal ein bisschen weniger. Und nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Zack. Könnt ihr natürlich beide Arme benutzen, um das rauszuholen. Und jetzt Zack. Zack. Das ist dann aber schon eher für die sehr fortgeschrittene, oder? Ja, aber ich finde, wenn ihr in der Lage seid, die Übung so zu machen, dann macht die sowieso, weil ihr dann erstmal Trizeps links und rechts gleich aufbaut, der gleiche Reiz wird gesetzt. Aber hier ist es umso wichtiger, die Sache mit dem Ellbogen nicht zu vergessen, weil ihr hier auch keinen anderen Arm habt, der kompensiert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel links schwächer seid als rechts, dann achtet da insbesondere drauf und versucht euch immer wirklich für die Profis in den Muskel reinzudenken. Weil das spürt man sofort, sobald der Ellbogen irgendwie da in prekäre Situationen gerät. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, Nico konnte euch helfen. Versucht die Übung. Sagt mir, wie ihr sie fandet, sagt mir, welche Muskelgruppen ihr als nächstes trainiert haben wollt. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt auch gerne hier zu mir ins Programm kommen. Wir werden alle Fragen beantwortet und auch alle Trainings-, Ernährungstipps und Fragen beantwortet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.